Hallihallo, ihr Lieben. In der letzten und sechsten Trainingseinheit nach 6 Wochen werden wir uns noch einmal treffen an einem Ort, an dem du sowieso oft unterwegs bist, also einem Ort des Alltags. Dort werden wir einen Trainingsspaziergang machen. Das heißt, wir gehen ganz normal spazieren und du sollst die Dinge, die wir in den 5 Wochen davor gelernt haben, einmal anwenden. Warum? Weil du dann ganz realistisch nochmal von mir ein Feedback bekommen kannst, wann du wie, wo handeln solltest, was du gut machst. Wir werden uns natürlich anschauen, was ist alles schon gut gelaufen. Und wo können wir an den Details nochmal arbeiten? Das funktioniert natürlich nur, wenn wir uns eine ganz realistische Situation anschauen. Und deswegen wird die letzte Stunde aus einem Trainingsspaziergang bestehen. Am Ende wird es natürlich auch ein Abschlussgespräch geben, wo wir nochmal schauen, was hat sich verändert, was muss sich noch verändern. Worauf solltest du in Zukunft achten und viel Wert legen? Und welche Möglichkeiten gibt es, um weiterhin auf dem richtigen Weg zu bleiben? Außerdem werden wir auch nochmal Ziele definieren, die du in Zukunft erreichen möchtest mit deinem Hund und schauen, wie euer weiterer Weg aussehen wird. Ob ihr ein weiteres Coaching-Programm für ein anderes Problem noch buchen möchtet oder ob ihr einfach nach einem halben Jahr nochmal ein Feedback haben wollt, wie ist was gelaufen, wie kommen wir zurecht. Je nachdem, wie ihr euch in den 5 Wochen bzw. 6 Wochen entwickelt habt, wird natürlich auch der Abschluss sein. Ich werde in der letzten Stunde dir auch nochmal Übungen mit an die Hand geben, die deinen Trainingsweg in Zukunft unterstützen. Das kommt ganz drauf an, wo noch Schwächen liegen. Das können aber zum Beispiel Übungen sein wie Dummy-Training oder Reizangeltraining, einfach um die Impulskontrolle deines Hundes noch besser auszuarbeiten. Oder das Thema Grenzen setzen. Oder einfach Übungen, die du in deinen Alltag gut integrieren kannst. Am Ende freue ich mich natürlich immer über ein Feedback. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gefallen? Woran wollt ihr noch arbeiten? Wo habt ihr Dinge nicht so richtig verstanden? Und dann sollte das Thema Leinenaggression Geschichte sein. Beziehungsweise sollte eine deutliche Verbesserung spürbar sein. Also, wenn ihr interessiert seid beim Thema Leinenaggression, mal mit dem Coaching-Programm da eine Verbesserung zu erzielen, dann schreibt mich gerne an. Oder versucht die Dinge, die ich euch in den 6 Videos jetzt aufgezeigt habe, einfach mal innerhalb von 6 Wochen durchzugehen. Macht's gut, ihr Lieben.